Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Heute habe ich euch mal diese kleine süße Verpackung hier mitgebracht. Eine Art Last-Minute-Geschenkidee. Vor ein paar Tagen habe ich so einen kleinen süßen Blumentopf hier mit einem ganz tollen Kraftpapier und vielen, vielen lieben Ostergrüßen selbst geschenkt bekommen. Ich habe dann immer das Problem, ich möchte gerne die Verpackung ja drumherum behalten und gießen. Möchte man das Blümchen aber auch, damit es dann nicht ganz so traurig aussieht. Und so, ja, habe ich mich mal ein kleines bisschen auf Pinterest umgeschaut und diese ganz tolle Upcycling-Idee gefunden, für die man auch wirklich nicht allzu viele Sachen benötigt. Und wenn ihr Spaß dran habt und wissen wollt, wie man sowas bastelt, dann bleibt dran. Ich bastle mir jetzt doch so ein kleines süßes Töpfchen. Für den Grundkörper benötigt man erstmal einen, ja, Milchkarton, Tetrapack, Saftpack, alles, was man so zu Hause zur Verfügung hat. Das Ganze schön auswaschen. Es muss nur so groß sein, dass der Blumentopf letztendlich da auch reinpasst. Das Ganze aber unten einmal zulassen. Als ich das Papier fürs Junk Journal gemacht habe, habe ich ja immer alle Kartons gesammelt und abgeschnitten. Die konnte ich jetzt leider nicht mehr nutzen. Das Ganze wird jetzt erstmal schön geknietscht, gedreht, gewellt. Gebogen, so lange, bis sich die Papiere voneinander lösen, sodass wir erstmal das obere Papier abziehen können. Und gleich mal ein bisschen Training hier für die Finger. Man hört schon, dass es sich löst. Dann kann man das mal ganz vorsichtig hier unten versuchen, ob es schon so weit ist. Wenn man merkt, dass es nicht so gut geht, dann lieber noch mal ein bisschen nachknietschen. Jetzt hat man nachher das Silberne gleich zu sehen und das sollte ja nicht so sein. Wir wollen ja die Kraftfarbe hier haben. Wenn es dann hier an den Anfang oder ans Ende geht, etwas vorsichtiger ziehen, sonst löst ihr die nächste Schicht auch gleich noch mit ab. Das ist ja in diesem Fall nicht gewünscht. Beim Junk Journal war es gewünscht, wo es um die Papiergewinnung ging. Aber hier soll das Teil noch dran bleiben. Das hier wird jetzt erstmal nicht mehr benötigt. Hier unten können wir noch mal schauen, ob wir das ein bisschen besser abbekommen. Soweit ist unsere Verpackung jetzt aber auch schon mal fertig. Jetzt können wir das Ganze so und schon mal betrachten. Wir wollen es uns aber noch gestalten. Ich finde den hier total süß und davon möchte ich noch ein paar mehr haben. Dafür bespanne ich mir das Ganze wieder auf einen Acrylblock. Ich nehme mir 3D-Stempelfarbe und mein Schwämmchen. Das könnt ihr aber auch bemalen, bestempeln, beschriften, je nachdem, wozu ihr da Lust habt. Hier sieht man ja schon, so wird es ja dann eingeschlagen. Also bleibt uns diese Fläche hier in der Mitte zur Verfügung. Da stempeln wir uns jetzt mal diesen Süßen hier rauf. Sehr gut. 3D-Stempelfarbe immer gleich vom Stempel wieder entfernen. Sonst bleibt das Ganze dran haften, wie hier zum Beispiel. Das bekomme ich nicht mehr ab. So, und die kleine Blume soll ja auch noch mit rauf. Die kommt da unten rauf. Sehr gut. Das Ganze auch erstmal wieder schnell sauber machen.
Schwämmchen hier schlage ich jetzt mal als Feuchttuch ein. So kann ich mehrere hintereinander weg bestempeln. Wenn das Ganze jetzt soweit ist, möchte ich diese kleine süße Blume ja noch ausmalen. 3D-Stempelfarbe trocknet recht schnell. Dann nehme ich ein bisschen Farbe jetzt. Und noch ein paar grüne Blätter dazu. Das Ganze getrocknet ist, kann es auch schon weitergehen. Um die Größe zu ermitteln, schlage ich mir das erstmal einmal so ein, stelle mein Töpfchen daneben und versuchen wir es mal so rum, dass ihr das besser sehen könnt. Und nehme ungefähr fast 2 Daumen Breite. In der Höhe mehr dazu, da wir das ja dann umschlagen wollen, den Rand, und schneide mir das Ganze jetzt einfach mal so hier oben ab. Eine süße Schleife kommt da auch noch drum herum. Ein Stück Klebestreifen. Rückseite. Noch ein Stückchen höher, sodass uns das nicht gleich wieder wegrutscht hier. Und schon können wir uns den Rand hier umschlagen. Das ganz vorsichtig, dass er nicht gleich einreißt. Da muss man jetzt ein kleines bisschen erstmal vorhalten. Wenn es dann erstmal zur Hälfte umgeschlagen ist, dann geht der Rest dann von ganz alleine. Runterstecken. Das Ganze wird jetzt an den Seiten verklebt. Jetzt noch eine kleine Schleife hier oben rein. Somit wäre schon unser kleines Töpfchen fertig. Jetzt kann die Blume da rein. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzuluckern, kann man hier so einen kleinen Osterhasen oder ein kleines Konfekt. Man kann aber auch etwas mehr dekorieren, einen kleinen Schmetterling. Dafür nehme ich mir ein Stückchen Bindedraht. Lege mir den um einen Stift. So, hier wieder ein Stück abschneiden. Jetzt werden die beiden Schmetterlinge miteinander verklebt. So kann der Schmetterling gleich mal hier in unserem Blumentopf umherschwirren.
Ich freue mich richtig drauf, das Ganze verschenken zu dürfen. Ich für meinen Teil sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.